Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Ja, ich habe mein OBS geupdatet, das heißt mein Aufnahmeprogramm geupdatet. Ich hoffe, dass es mit dem Sound allwegs hinkommt, das Ganze. Wenn es jetzt irgendwelche Soundprobleme gibt, sorry dafür, ich werde es dann dementsprechend nachbessern in der nächsten Folge. Aber das ist jetzt die erste Aufnahme mit dem neuen OBS. Ich bin mal gespannt, es gab nämlich ein paar Änderungen. Ich hoffe, dass alles soweit funktioniert. Ja, wir waren... Halt, unsichtbarer. Wir waren in der letzten Folge, waren wir auf dem Weg nach Burg Sturmgarde. Da sind wir jetzt angekommen und wir werden jetzt hier einige Quests erledigen. Und ich habe mich schon mal in die Dungeon Browser eingetragen, denn wir werden in dieser Folge wieder ein Dungeon machen. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis ich in das Dungeon eingeladen werde. Wir werden mal schauen, in welches Dungeon wir vor allem dann kommen. Denn, ja, wir sind ja nach wie vor jetzt im neuen Gebiet unterwegs, beziehungsweise in der neuen Add-on. Oder der neuen Update, sagen wir es mal so. Wo eben das Gebiet skaliert. Das heißt, normalerweise könnten wir hier gar noch gar nicht questen, weil die wären von der Stufe zu hoch, die Gegner. Aber da die sich mittlerweile anpassen, können wir auch hier questen. Und so ist es auch mit den Dungeons. Denn, ja, letztendlich, wir können in jedes Dungeon reinkommen, da sich die Dungeons alle unserem Level anpassen. Auch mit verschiedenen Charakterstufen vor allem. Ich finde eine sehr geile Lösung, weil das macht das Ganze wieder extrem interessant. Und ja, bin mal gespannt, wo wir dann landen werden. So, Gesundheitssteine können wir mal wieder herstellen. So, wir sind nach wie vor mit unserem kleinen Wichtel unterwegs. Ich glaube, das ist momentan nach wie vor noch das Sinnvollste. Und da haben wir doch, ja, wir brauchen jetzt eher erstmal die Gegner, die lassen Abzeichen fallen. Wir brauchen, glaube ich, irgendeinen Kopf wieder von irgendeinem Gegner. Muss man das Ganze gleich nochmal anschauen. So, ohne dass ich am besten hier drauf gehe. Im Notfall Chaosblitz. Hilft meistens. So, wir brauchen Siegelzeichen von Strom. Brauchen wir noch? Beschmutzte Blutsteinkugel und Schamanen müssen wir töten. Die sind aber im Schloss. Beziehungsweise in der verfallenen Burg. Oh komm, nicht verstecken. Außerhalb des Sichtfelds. War ja klar. Alle rennen sie weg von mir. So, bin mal gespannt, wie viele wir hier noch töten müssen, bis wir das Abzeichen bekommen. Ich muss auf jeden Fall gleich wieder was essen. Die hauen ganz schön zu. Mana wieder hier. Na, Mana ist Blödsinn. Ah, Gesundheit und Mana wieder her. Sehr schön. Mana wäre Blödsinn, weil Mana-Verluste haben wir eigentlich herzlich wenig. Oh, Sichtfeld. Immer nur Sichtfeld. So, da ist die Kugel. Die müsste in dem Gasthaus, glaube ich, sogar drin sein, wo wir gerade sowieso auf dem Weg hin sind. Dürfte sich, glaube ich, oben befinden. Ja, das müsste hinkommen. Oh. Na. Kollege, könntest du mal in Sicht bleiben? Das wäre ganz nett von dir. Jetzt werde ich hier schon wieder angegriffen. Das heißt, der muss schnell weg. Wir stecken hier ordentlich ein. Entwaffne, das ist relativ egal beim Hexenmeister, Gott sei Dank. Mit dem Schurke würde mich das mehr aufregen. So. Ruhe im Karton. So, das Zeichen haben wir schon mal. Aber hier sollte, wie gesagt, müsste hier diese Kugel liegen. Oder auch nicht. Zwei, das würde... Das wird gefährlich. Wir nehmen schon mal einen Heiltrank. Soll das... Na toll, auch noch schön verklickt. Das... war verdammt knapp. Aber es war es nicht. Oh Gott sei Dank. Ja. Panik, Panik, verklickt. Super. Ja, man sieht es auch, das macht das Ganze. Wir sind zwar, wir sind nach wie vor ohne die... Ne, hier ist keine Kugel. Wo ist denn diese blöde Kugel? Schmutzige Blutsteinkugel, die soll hier drin sein. Wo ist die? Hier ist nichts. Da ist nichts, da ist nichts. Hier würde wohl hoffentlich... Wächst hier Gras eigentlich? Schmutzige Blutsteinkugel. Hinterm Haus? Das wäre ja voll der Blödsinn. Nee, die muss doch hier drin sein. Im Brunnen? Nee. Hast du ein Syndikat, Heini? Hast du die Kugel, junge Dame? Drücken Sie die Kugeln raus. Ich möchte nicht wissen, wo sie die Kugeln versteckt hat. So. Ah, immerhin einen schönen neuen Heiter angekriegt. Der bringt noch ein bisschen mehr als den, wo ich mir eingeschmissen habe. Ja, wo ist denn das? Gibt's doch nicht.
Das muss doch hier sein. Doch da unten irgendwo. Komme ich hier vorbei? Wahrscheinlich eher nicht. Nee, wir sind im Kampf verwickelt. Das heißt, wir müssen uns gleich mal umdrehen, bevor ich hier noch mehr ätte. Da ätte ich beispielsweise schon mehr. Da ist zumindest was tot. Na komm her. Bevor ich mich hier wieder mit 10 anlege. Ihr seid so unglaublich kompliziert. So, die schaffen wir noch. Und dann brauche ich trinken. Ich brauche mehr Brot, fällt mir auf. So, was sagt denn über unser Dungeon Browser? 6 Minuten bereits drin, nichts passiert. Hier läuft eine Zwergin vorbei. Wo soll denn das Ding sein? Da drin. Ja, ganz toll. Hier ist noch ein Gasthaus. Ich höre es schon kanalisieren. Da. Ja. Wir müssen uns erstmal schnell hinsetzen, bevor wir hier weitermachen. Oder auch nicht. Ja, ich weiß, ich sollte da raus. Magus des Syndikats. Trotzdem keine Kugel da? Der verräterische Ork. Beschmutzte Blutsteinkugel. Wo soll denn diese Kugel sein? Freunde, es kann doch nicht so schwer sein, eine Kugel zu finden. Hier ist nichts. Gar nichts. Oh, das wollte ich eigentlich noch vermeiden. Ah, Käse immerhin. So, Kugel. Hier. Das muss hier oben sein. Das muss hier drin sein. Wo soll denn die sein, die Kugel? Da ist ein Buch. Das hilft uns jetzt aber nicht weiter. Wieso liegt hier ein Buch rum? Ein Buch im Kamin. Sehr schön. Eine Kugel im Kamin wäre jetzt lieber gewesen, aber hier ist keine Kugel. Das sind nur diese Magier, die helfen mir aber jetzt auch nicht. Ah, komm, du mit deinem Eis hier gegen mein Feuer hast sowieso keine Chance. Weiß man doch. Ich bin ratlos. Eigentlich genau hier. Genau über mir. Da ist aber nichts. Auch nicht nachgespawnt. Okay, scheiß drauf, ehrlich gesagt. Wir werden es dann so machen. 17 Minuten? Ernsthaft? Okay, wir machen das anders. Und zwar, in dieser Folge werden wir dann erst noch ein bisschen questen. Da sonst die Folge wahrscheinlich 40, 50 Minuten lang gehen würde mit dem Dungeon. Weil die Dungeons dauern ja mittlerweile, da die Gegner mitskalieren und wir in Dungeons kommen, die anspruchsvoller sind als die Start-Dungeons. Skalieren die logischerweise auch mit. Boah, nicht hier langlaufen. Skalieren die auch mit und deswegen dauern die Dungeons auch durchaus mal 20, 30 Minuten, wenn es sein muss. Und ja, dann machen wir das Ganze so. Wir questen jetzt hier noch die Folge und werden dann in der nächsten Folge das Dungeon machen. Ich werde mich dann angemeldet lassen und dementsprechend das abbrechen, die Folge. Dann wird die Folge notfalls ein bisschen kürzer, notfalls bleibt es in Originallänge, wenn es ziemlich genau hinkommt. Wir schauen mal, wie es passt letztendlich. Ja, und dann machen wir hier die Schamanen, die sind am anderen Ende. Da das irgendwie mit dieser Schattenkugel nicht funktioniert. Oder Blutsteinkugel oder irgendeiner Kugel. So, humanoider Vollstrecker. Ich muss hier hinten lang, ja. Dann töten wir noch die Schamanen und nehmen die Quests mit. Ich war natürlich sowieso so intelligent und habe mich ausgelockt mitten auf der Straße das letzte Mal. Deswegen haben wir leider keinen Bonus mehr, aber naja. Beziehungsweise, naja, wir haben noch ein bisschen Bonus, aber nicht mehr so viel. So, wenigstens haben die mal Fleisch oder irgendwas anderes Sinnvolles dabei. Ist auch schön. Oh, 17. Ja, jetzt 13 Minuten. Wir müssen mal schauen. Also 10 Minuten will ich die Folge eigentlich nicht machen. Mir war es notfalls so, wenn jetzt ich rechtzeitig eingeladen werde. Dann mache ich die Folge auf 20 Minuten.
werde einfach die Folge dann abbrechen, da die Folgen sowieso hintereinander kommen, das heißt immer freitags und samstags ja kommen, werdet ihr nicht lange warten müssen, wenn denn dann die Folge unterbrochen wird. Auf die Auflösung letztendlich, wie das Dungeon ausgegangen ist, nämlich. Da machen wir das Ganze so. Dauert aber wirklich, also 13 Minuten finde ich jetzt lang. Damit müsste man meinen, das neue Addon, man kann es bereits freischalten, beziehungsweise die Völker, soweit ich das gesehen habe, kann man schon die neuen Völker freischalten. Und mit denen auch Questen. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, hier müsste die Hölle los sein, aber irgendwie nicht so wirklich. Boah, Seidenstoff, den brauchen wir glaube ich noch gar nicht. Wir müssen erstmal Leinenstoff. Wir sind ein bisschen hinterher. Das ist das Problem an diesen skalierenden Gebieten letztendlich. Ja, dass man mit seinen Skillen immer hinterherkommt. Vor allem, wenn man Dungeons macht, bleibt ja das bis der Bergbauskill beispielsweise bleibt jetzt auf der Strecke. Und ja, da muss man ein bisschen nachbessern, glaube ich noch. Also von meiner Seite aus. Nicht vom WoW selbst aus, sondern eher von meiner Seite aus. Dass ich ein bisschen mehr Farben gehe. Lehrling, PvP. Steht hier im PvP, wo man wieder rum. Was soll das denn? So, wir brauchen erstmal wieder was zu futtern. Wieso steht hier in Allianz PvP da rum? Ich möchte nicht als PvP markiert werden. Die rennen durchaus aus Level 50, 60 rum. Die, ja, töten mich mit einem Schlag. So, wie viel braucht man denn überhaupt noch? Mir fehlen noch 3 von denen hier, okay. Ah, die sind auch Zauberer. Okay, 2 noch, die kriegen wir auch noch zusammen. Aber das mit dem Dungeon, das lässt auf sich warten. 13 Minuten, 12 Minuten sind um. So, da ist noch einer. Ich möchte nicht an dem PvP-Typi vorbeilaufen. Die Beute, die er jetzt hat, lass ich liegen. Ich nehme mal jetzt nicht an, dass da irgendwas Episches drin liegt. Es gibt zwar random epische Drops, auch in meinem Level bereits, aber ich glaube mal nicht dran. Oh, Questgegner. Oh, Kala. Wir hauen den mal um. Mit einem Chaosblitz, aber ich habe eigentlich die Quest... Hey, das ist unfair. Die Quest habe ich aber noch nicht. Der ist ganz schön gemein. Der boxt mich hier durch die Gegend. Mein Freund, so nicht. So, den Loot nehmen wir allerdings mit. Dann haben wir 7 von 7. Habe ich meinen Stein gesetzt? Hammerfall, zurück nach Hammerfall. Da, naja, von mir aus. Besser als nichts eigentlich. Nee, Moment. Dort der Felsfäuste getötet. Oh, mir fehlt noch ein Lord der Felsfäuste. Wo finde ich denn den? Lord der Felsfäuste. Da zum Beispiel. Oh, ernsthaft? Der ist ruhig zu mir herlaufen können. Ja, das ist nämlich das Problem. Die sind auf Entkommen, wenn sie einen nicht erreichen können und nicht schlagen können. Dann muss man letztendlich zu denen runterspringen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich den PvPler wahrscheinlich anziehen werde. Wobei, wenn ich hier durchs Gebäude komme... Ne, geht sogar. Sehr schön. Guti, das wäre ein Raufer. Das wäre sowieso der falsche gewesen. Dann haben... Hier ist eigentlich. Dann teleportieren wir uns nämlich hier raus. Die Kugel hier finde ich nicht. Und fliegen dann von da nach da. Können vielleicht hier noch von Dieben stehlen. Können vielleicht da noch raus. Aber dann schon. Ja, dann machen wir die Folge einfach ein bisschen kürzer. Dann ist es eine 15-Minuten-Folge. Sorry dafür, Leute. Aber, ja... Wir machen jetzt dann das Dungeon in der neuen Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Gefällt mir da lasst. Oder die Einladung wird nicht angenommen. Und sage, macht schon mal gut. Bis zur nächsten Folge. Oh, Kochkunstlehrer. Metzger. Fleisch. Oh, was zum Leben wiederherstellen. War das hier? So, das nächste Dungeon. Ja, ich werde jetzt allerdings gleich die Folge beenden. Verkaufen haben wir sowieso erstmal nichts. Taschen sind voll. Okay.
Bis zur nächsten Folge.